Hallo und herzlich willkommen zum Beispiel Überwachungskamera. Bei dieser Aufgabe geht es darum, herauszufinden, wie weit sich eine Person von einer Hausmauer entfernt. Wir wissen, diese Hausmauer ist 5 Meter hoch. Auf dieser Hausmauer befindet sich eine Überwachungskamera. Die Person ist 1,80 Meter groß und befindet sich genau am Rand des Sichtfeldes dieser Kamera. Und wir wollen nun herausfinden, wie weit ist diese Person von der Hausmauer entfernt. Wie bei all diesen Aufgaben ist es wichtig, ein rechtwinkliges Dreieck zu finden. Und wenn wir herblicken, sehen wir hier ein rechtwinkliges Dreieck. Ich zeichne hier noch einmal den rechten Winkel ein. Wir kennen den Winkel von 40 Grad. Weiters kennen wir noch diese Kathete, denn die gesamte Hausmauer ist ja 5 Meter lang, die Person ist 1,80 Meter groß. Das heißt, dieses Stück hier kann man sich natürlich berechnen, indem ich von den 5 Metern die 1,80 Meter abziehe und ich erhalte 3,20 Meter. Das heißt, in diesem rechtwinkligen Dreieck kennen wir den Winkel, eine Kathete. Und jetzt wichtig, diese Entfernung ist ja gesucht. Die möchte ich jetzt mit x bezeichnen. Ja? Das ist ja die gesuchte Entfernung der Person von der Hausmauer. Gut, schauen wir uns das Dreieck jetzt noch einmal an. Also wir kennen einen Winkel. Von diesem Winkel suchen wir die Gegenkathete und wir kennen die Ankathete. Deshalb verwenden wir natürlich den Tangens. Also wir stellen einmal auf, der Tangens von 40 Grad, für den gilt ja Gegenkathete durch Ankathete. Gegenkathete ist ja x durch die Ankathete 3,2. Gut, dann müssen wir nochmal umformen und dann sollten wir die gewünschte Entfernung berechnen können. Das heißt, wir multiplizieren die Gleichung mit 3,2, das heißt, wir haben hier 3,2 mal den Tangens von 40 Grad ist gleich x. Wenn wir das ausrechnen, erhalten wir 2,685 und so weiter für die Entfernung x. Wenn wir das jetzt eine Dezimalstelle runden, sehen wir, dass die Person genau 2,7 Meter von der Hausmauer entfernt ist und wir haben die Aufgabe gelöst.